Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BMG Drive. Wir müssen halt noch gegritten ab. Und ich dachte mir, was wir heute. Ja. Ah, schade. Okay, rum. Okay, dann nicht. Ich dachte mir, wir machen heute eine gute alte Gridmap-Folge, in der wir einfach Autos crashen. Weil, sowas machen wir eigentlich viel zu selten, oder? Nee, macht immer super viel Spaß. Eine meiner Lieblingssachen in BMG eigentlich. Absolut Autos zu schrotten, solange man irgendwie die Kontrolle über sie behalten kann. Und die Gridmap ist aber die beste Map dafür. Und ja, mir fehlt jetzt nichts dazu zu sagen. Wir werden einfach heute crashen. Fangen wir an. Damit wollen wir ganz viele Crashs machen. Und... Oh, wow. Machen wir unser klassisches, alle 2 Minuten wechseln wir den Wagen. Das wir schon häufiger gemacht haben. Ich glaube, es war alle 2 Minuten, ne? Oh, guck dich mal an, wie wir mit dem die Karosserie komplett weggehoben haben vom Rahmen. Guck dir schön der Motor raus. Puh, wir haben ganz schön viel Power hier in dem Ding. Dann kämpft richtig mit dem Teil. Okay, wollen wir mal einen klassischen, schönen Überschlag machen. Juhu. Und, oh, das wird unangenehm. Ah, wir knallen aber nicht auf die Rampe. Ich dachte kurz, wir knallen auf die Rampe. Aber das passierte dann doch nicht. Autsch, dagegen. Okay. Und einen Crash können wir noch machen hier im Blueback und dann müssen wir schon wieder den Wagen wechseln. Was machen wir? Machen wir noch den Sturz von da oben. Erstaunlich gut zu kontrollieren, aber der Blueback, muss ich zugeben. Also für einen 50-Jahre-Wagen hätte ich nicht gedacht, dass das so gut driftet. Ihr habt gesehen, wie einfach das eigentlich war, den zu kontrollieren da gerade. Jetzt wird es aber weniger einfach, das hier ohne Verletzungen zu überleben. Sieht nicht ganz so schlimm. Ah doch, okay, wenn ihr euch überlegt, wie schwer es ist, einen 50-Jahre-Wagen so zu verbiegen. Nicht so nett. Okay, Ene Mene Moon, raus bist du. Celtia. Da war der. Definitiv nicht drunter. Definitiv nicht drunter. Also nehmen wir den Celtia hier. Ist ja eine Mod, die wir. Ich weiß gar nicht wann. Vor ein paar Wochen hatten. Das ist ja der Miramar mit geänderten Sachen hinten. Also wir haben das Barstow-Hack hier hinten drauf zum Beispiel. Da sehen wir schön diese extreme Linie, die hier lang geht. Kann man Wasser durchfließen lassen. Vom Barstow-Hack dann natürlich Front von Miramar, so wie wir sie kennen. Und wo wir von der Front sprechen, zerstören wir mal die Front, oder? Oh, vielleicht zerstören wir sogar eher die Unterboden. Wir zerstören alles. Absolut alles. Und dann mal aufs Heck knallen. Wunderbar. Autsch, okay. Links, komm, knallen wir mal rüber über den Berg. Also Erdhügel. Ich sehe gerade, guck mal, wie schräg das Dach hier irgendwie ist, weil Miramar und Barstow nicht ganz aufeinander passen. Seht ihr die Kurve hier? Eine ganz schöne Kurve drin, die dann wieder rausgeht. Ganz interessant. So. Rauf. 1, 2, 3. Drive Shash is broken. Komm schon, kriegen wir dich noch einmal rum. Kriegen wir dich noch rum. Rum. Ja. Au. Okay. Etwas chaotisch gewesen. Aber es ging noch. Und dann crashen wir über das gute alte BMG. So, hier können wir schon ein bisschen die Federung missbrauchen. So mag man das. Ich glaube, wir haben einen Teil der Federung gebrochen. Ja, so viel dazu. Komm, kann man noch schnell machen. Wir können es noch schnell schaffen zum BMG-Logo, bevor wir hier wechseln wieder. Kein Problem. Hier rum. Und, ne, nehmen wir mal das Kleine. Nehmen wir das Kleine, oder? Hier gegen. Knallen wir auf die Busstation, komm. Gegen die Busstation. Passt. Gegen die Busstation ist auch okay. Wunderbar. Nächster Wagen nehmen wir Roma. Guten alten Roma. Welche Variante nehmen wir? Nehmen wir die Rio de Janeiro Military Police. Okay, auch mal interessant. Policia. Wie auch immer das ausspricht, keine Ahnung. Policia. Steht da. Ich nehme mal einfach mal an, das ist das Logo von dem. Jetzt eigentlich nicht wirklich so eine schwere Schätzung. Schaffen wir es hier rein? Aus dem Winkel? Ja, schaffen wir es hier rum. Aus dem Winkel. Oh mein Gott, wird das knapp. Oh mein Gott, wird das knapp. Oh mein Gott, ist das schlecht. Au, Wasser. Hier nochmal gegen. Ja, der sieht nicht mehr so gut aus. Der sieht nicht mehr so gut aus. Ein Licht funktioniert mal noch. Okay, da können wir nochmal ein bisschen die Federung jetzt benutzen, oder? So, die gehen noch. Der in der Mitte wird jetzt schlecht. Der hier. Au. Der hier wird auch nochmal schlimm. Okay, irgendwas guckt raus. Unser Luftfilter müsste das sein, oder? Ja, unser Luftfilter guckt da gerade raus. Aus der Motorhaube. Ignoriert das mal. Ich tue mal so, als wäre das nicht so. Und hier rüber. Erde, Gras, Matsch, Sand, Wasser. Oh. Oh, ihr seht, wie vorne rechts komplett gebrochen ist. Und das nur alles
Ja, das soll sich nicht so viel bewegen. So soll sich das bewegen. Und nicht. Wir haben was im Blick, so. So nicht. Jetzt sind wir noch, wir haben noch eine halbe Minute mit dem hier. Gehen wir nochmal hier rüber. Kann die kleinen Dreiecke da rausstehen. Oh, das war. Komplett die Tür weggerissen. Fährt er noch? Ja, dann die Tür und die. Den Kotflügel weggerissen. Das war ein bisschen zu knapp, bin ich da, glaube ich, gefahren. Und dann hier rechts gegen. Oh, wow. Ach, das sind schon böse Crashes, die wir heute schon wieder haben. Böse Crashes. So, weiter geht's mit dem nächsten Wagen. Korrekt. ETKI, du guckst mich gerade so nett an. Dann nehmen wir. Können wir schon wieder die Rio de Janeiro Polizei nehmen, aber nehmen wir mal die TIX Sport Coupé Variante. So, das war, glaube ich, auch eine Mod, ne? Oh, wow, wie viel Glück haben wir denn hier? Das Ding hat Allrad? Oder. Nee. Oder ein ganz schlechtes Differential. Was hast du? Das will ich kurz gucken. Engine. Was wird? Vicious. Okay. Whiskers. All-Wheel Drive. Okay. Das will ich mal kurz. Kurz korrigieren. Danke. Ja, viel besser. Viel besser. Ja, so muss ich das fahren. Denkt dran, Leute, Autos müssen Heckantrieb haben. Ist einfach so eine Regel. Hab ich nicht gemacht. Steht in der Bibel. Okay. Oder war eins der ersten. Was ist das 11. Gebot? Irgendwie so. Frontmotor, Heckantrieb. Steht so da. Gottes Entscheidung. Kann ich leider nichts gegen tun. Will ich aber auch nichts gegen tun, weil es ist das korrekt. Absolut korrekt. Muss man, kann man nichts gegen sagen. So, wunderbar. Okay. Schaffen wir hier einen Jump. Die Frage. Oh. Oh, au. Ist erst rechts ein bisschen gegengeknallt, dann wurden wir links gedreht und sind dann seitlich, also schräg, nicht seitlich, schräg, schön drauf geknallt und so sieht dann der Wagen aus. Nicht mehr ganz so nett. Und dann können wir nochmal, komm, machen wir einfach einen ganz normalen Crash hier gegen. Wie schnell sind wir? 60 km. Das war erstaunlich viel für 60. Erstaunlich viel für 60 km, gebe ich zu. Okay, einen Crash können wir noch machen mit dem und dann gehen wir schon beim letzten Auto. Geht erstaunlich schnell rum, so eine Folge, wenn man alle 2 Minuten den Wagen wechselt. So, hier entlang. Ja, komm, machen wir doch mal das hier. Das machen wir fast nie. Haben wir es überhaupt schon jemals gemacht? Weiß nicht. Hier rauf. Dann gegen das nächste springen. Oh, wow. Ka-ching. Und runter ist er. Okay, einen Wagen können wir noch nehmen. Was ist das allerletzte, was wir nehmen? Hatten wir was Modernes? Wir hatten noch nichts Modernes, oder? Na komm, nehmen wir den guten alten Etika 800. Einfach um da modern wieder dabei zu haben. Ich nehme definitiv nicht eine Drift-Variante. Blau, nee, orange. Nehmen wir mal orange. Von dem hier. Stabilitätskontrolle aus. Traktionskontrolle. Können wir nämlich sowas hier machen. Gegen Würfel fahren. Das wollte ich kurz demonstrieren, dass wir das machen können. So, und dann können wir hier schön mit der Gewichtsverlagerung beim Bremsen arbeiten. Und hier ich sie rum. Schauen wir es da durch. Oh, wir haben sogar nicht mehr die Spiegel verloren. Wir haben das gerade geschafft. Wissen tue ich das nicht. Einzige, was hier ist, dass wir es geschafft haben. Rum. Rum. Wow, okay. Da muss ich den doch abbrechen. Jetzt haben wir einen schönen hohen Jump. Sind nicht ganz so hoch wie die Rennstrecke da hinten. Aber passt trotzdem. Reicht für einen 100 km/h Einschlag. Genau 100 km/h aber schnell. Dass sie eingeschlagen sind. Ja. Und das kleine Teil rastet da irgendwie ein bisschen aus. Ja, wo wir von 100 km/h Einschlag reden. Klatschen wir doch einfach mal gegen die Wand da hinten, oder? Und jetzt da ein bisschen Geschwindigkeit. Mir ist nie aufgefallen, dass die Objekte einfach rausschauen aus der Wand. Ist mir nie aufgefallen. Wir sind sehr selten hier. Und wenn wir hier sind, dann fahren wir von da rum, dann sehen wir das nie. Autsch. Okay. Wir haben noch keinen Rückwärtscrash heute gemacht. Rückwärts soll das sein. Vor allem dann so nur ein Teilaufschlag. Das ist dann immer sehr angenehm. Okay, können wir schalten. So. Oh, naja, nicht wirklich. Teilweise, halbwegs, unter Umständen. Rum. Aber. Und. Aufschlag. Crash. Puh. Okay. Okay. Einen Crash können wir machen. Aber, ja. Das wird dann eigentlich auch schon heute mit der Folge gewesen sein. Einfach heute mal wieder so eine Speed-Crash-Folge. Immer ganz lustig. Einfach mal. Nicht viel drumherum, keine Story, nix, einfach nur Crashes. So wie es ab und zu einfach mal sein muss, oder? Und
und da müssen wir kurz kurieren. Aber ja, viel mehr Geschichte, dann denkt ihr, wenn ihr irgendwas schreibt, schreibt mir unten in die Kommentare rein. Werden vielleicht morgen streamen, weiß ich nicht ganz. Ich danke für euch fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer DCD. Ciao.